Willkommen heute zum 13. Mal. Ich hoffe, das ist wie üblich meine Glückszahl. Und unser Thema heute ist wie gewünscht letztes Mal das Thema verschiedene Genealogieportale. Ich werde sicherlich nicht bei diesen Portalen sehr ins Detail gehen können, aber auf jeden Fall Hinweise geben und Informationen, wo man gegebenenfalls noch mehr Informationen finden kann. Vom Ablauf her habe ich das mir folgendermaßen vorgestellt. Ich werde kurz einen Überblick geben über die wichtigsten Anbieter. Man kann gar nicht alle behandeln. Dafür gibt es eigentlich viel zu viele, sehr unterschiedliche Kandidaten, aber die wichtigsten werde ich dann vorstellen mit einem kleinen Überblick, was sie leisten und was sie kosten. Dann werden wir uns kurz über die Vergleichskriterien unterhalten, die man heranziehen sollte, und für die besagten wichtigsten Anbieter meine persönliche subjektive Bewertung abgeben als kleinen Anhaltspunkt für Sie, aber natürlich hat jeder auch noch seine eigenen Aspekte und seine eigene Gewichtung beim Vergleich. Zwei Themen werde ich etwas ausführlicher hinterher noch behandeln. Das eine ist das Thema, wenn ich jetzt eine DNA-Analyse habe machen lassen, wie verhalten sich dann die verschiedenen Portale, was kann ich da machen, wie kann ich meine Daten auch bei einem anderen Anbieter möglicherweise benutzen. Und ganz zum Schluss auch noch auf ein paar Fußangeln, Fallstricke hinweisen, die sich im Kleingedruckten befinden könnten, wo man manchmal gar nicht dran denkt, einfach damit Sie sich dessen bewusst sind und da nicht in diese Falle reintappen. Ja, wer sind die wichtigsten Anbieter? Ich habe sie hier mal, wie gesagt, meine subjektive Einschätzung zusammengestellt und ein bisschen kategorisiert. In allen dürfte Family Search ein Begriff sein. Das ist so der Riese unter den Portalen, weil er am längsten im Geschäft ist, mehr oder weniger, und die meisten Daten hat und viele der anderen Anbieter über Kooperationen mit Family Search an einen Teil ihrer Daten erst herankommen. Die drei größten, am weitesten verbreitesten sind Ancestry, MyHeritage und Find My Past. Warum habe ich Find My Past eingeklammert? Nun, die adressieren im Wesentlichen den britischen Markt, beziehungsweise Commonwealth, und sind für uns relativ uninteressant im Vergleich zumindest zu Ancestry und MyHeritage. Dann gibt es eine Kategorie Töchter. Das sind also Unternehmen, die irgendwann mal selbstständig waren und vor längerer oder kürzerer Zeit von Ancestry oder MyHeritage aufgekauft wurden und eingegliedert wurden. Das ist zum einen Genianet bei Ancestry. Das ist relativ frisch, das war 2021. RootsWeb haben sie schon länger. Geni hat MyHeritage gekauft und viele auch im vergangenen Jahr. Eigentlich wollte Genianet gerne einen Merger mit Philae machen. Die sind beide in Frankreich schwerpunktmäßig unterwegs. Aber MyHeritage hat einfach mehr geboten und Philae Genianet vor der Nase weggeschnappt, sodass Genianet dann nichts anderes übrig blieb, als quasi bei Ancestry unter die Decke zu schlüpfen. Und dann haben wir noch zwei Spezialisten, gerade für den deutschen oder deutschsprachigen Markt. Das eine ist Archon, über den wir ja schon länger gesprochen, schon öfter gesprochen haben, und das andere ist Matricula. Gut, schauen wir mal ein bisschen näher. Achso, die beiden großen, Ancestry und MyHeritage, habe ich hier nochmal gegenübergestellt. Sie haben beide schon 2013 Abkommen mit Family Search geschlossen und dadurch Zugriff auf große Teile der Datenbestände von Family Search bekommen. So.
Das merkt man auch daran, dass häufig auf Daten verwiesen wird, die eigentlich bei Family Search beheimatet sind. Ancestry hat vor längerem RootsWeb gekauft und MyHeritage Genie. Dann die französische Situation hatte ich ja gerade erzählt mit GeniaNet und Philae. Ancestry hat auch noch ein Portal, was amerikanische Zeitungen digitalisiert anbietet. Das war eigenständig und ist jetzt eine Tochter von Ancestry. Bei MyHeritage gibt es direkte Bestände in deren Daten. Ähnlich ist es bei Militärakten, auch wieder schwerpunktmäßig für den amerikanischen Markt, hat Ancestry FOL3 aufgekauft und MyHeritage hat da vieles integriert. Dann gibt es noch den Aspekt Grabsteine, Grabsteinfotos oder Friedhofsauswertungen. Da hat Ancestry Find a Grave als Tochter inzwischen und MyHeritage hat eine Partnerschaft mit Billion Graves. Also vom Prinzip her sehr ähnliches Portfolio, aber der Teufel steckt dann im Detail. Beide bieten eine eigenständige Software an. Bei Ancestry war das Family Tree Maker. Die haben sie jetzt inzwischen an Merkier verkauft, wie Sie ja vielleicht mitbekommen haben. Und MyHeritage betreibt weiterhin eine Software, die nennt sich Family Tree Builder. Beide bieten an die Möglichkeit, auf mobilen Geräten Applikationen laufen zu lassen unter Android oder iOS. Und dort also seine Daten mit ins Archiv nehmen zu können. Die Größe sieht man hier an den Kennzahlen, die ich aus den Firmenangaben herausgezogen habe. Ancestry behauptet 30 Milliarden Aufzeichnungen, also Digitalisate im Wesentlichen, anzubieten. MyHeritage steht bei 16,4 Milliarden. Abonnenten, also zahlende Kunden, hat Ancestry dreimal so viele wie MyHeritage. Dafür bietet eben MyHeritage auch eine kostenlose Schmalspur-Variante an, wo es 99 Millionen Nutzer geben soll. Da gibt es bei Ancestry nichts Äquivalentes. Aber Stammbäume hat Ancestry 100 Millionen gegenüber 84. Und bei DNA ist der Unterschied noch größer. Ancestry hat über 20 Millionen DNA-Auswertungen gemacht und MyHeritage 5,7. Ancestry sitzt in USA, in Utah, und MyHeritage in Israel. Beide sind inzwischen von Investmentfirmen aufgekauft worden. Blackstone hat Ancestry gekauft und MyHeritage erst vor kurzem von Francisco Partners übernommen worden. Bei Ancestry steht ein Jahresumsatz von 1 Milliarde Dollar dahinter. Diese Auskunft ist bei MyHeritage nicht verfügbar, weil das eben keine öffentliche, sondern eine private Company ist. Und Mitarbeiterzahlen über 1400 bei Ancestry, 430 waren es 2020 bei MyHeritage. Aber hier diese 1 Milliarde sollte Ihnen schon signalisieren, das ist ein Geschäft, wo sehr viel Geld dahinter steckt und das kommt nicht ganz von ungefähr. Das muss man also auch im Hinterkopf behalten. Mit wenigen Ausnahmen sind das keine Wohltätigkeitsunternehmen, sondern knallharte Geschäftsleute hinter diesen Firmen. Family Search, wie gesagt, die größte und älteste Firma dahinter steht. Die Kirche der Heiligen der letzten Tage, also umgangssprachlich die Mormonen, die das Ganze aus ihren religiösen Überzeugungen begonnen haben und inzwischen eben öffentlich betreiben. So sieht die Startseite aus. Das Ganze ist kostenlos bei Family Search, aber man muss sich ein Konto erstellen, muss sich einmal registrieren und sich dann jedes Mal wieder anmelden, damit man diese Dienste nutzen kann. Es tut nicht weh, es wird nichts Geheimnisvolles abgefragt. Das kann man also problemlos machen und dann dort auch in diese Daten reinschauen. So sieht dann die Anmeldeseite aus.
Benutzername und Passwort also sich merken. Sonst muss man über die Vergessen-Funktion sich das nochmal neu zuschicken lassen. Die primäre Zielgruppe bei Family Search sind natürlich die Mitglieder der religiösen Gemeinschaft. Da gibt es dann noch spezielle Funktionen und wer das schon mal genutzt hat, wird festgestellt haben, dass manche Dinge nicht öffentlich sind, nicht öffentlich für Normalnutzer sind. Das liegt daran, dass viele Digitalisate angefertigt wurden und dafür Verträge mit den Besitzern dieser Quellen, also den Archiven oder den Kirchen, geschlossen wurden. Und je nachdem, was in diesen Verträgen drin sind, sind manche der Quellen eben nur außerhalb von Deutschland zum Beispiel oder nur für Kirchenmitglieder sichtbar oder in einem der vielen Zentren, die Mormonen überall in der Welt haben. Über 2000 Stück sind es, glaube ich. Da müsste man dann also dorthin gehen, um sich die Sachen anschauen zu können. Eine Besonderheit bei Family Search ist der sogenannte Weltstammbaum. Das ist der Versuch, alle Familienforscher, alle Interessierten und insbesondere eben die Kirchenmitglieder zu motivieren, ihre Daten in diesen sogenannten Weltstammbaum einzubringen, wo dann im Grunde genommen dokumentiert werden könnte, wie die ganze Menschheit miteinander verwandt ist. Dort sollen inzwischen über 1 Milliarde unterschiedliche Profile, also unterschiedliche Personen in diesem Stammbaum verknüpft sein. Wir haben heute über 7 Milliarden Einwohner auf der Erde und da sind die ganzen Vorfahren, die Verstorbenen natürlich noch nicht dabei. Da fehlt also noch eine ganze Menge. Und es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weit entfernte Verwandte zu finden, wenn man in diesem Baum irgendwo sich andocken kann. Und es wird auch gerne als Möglichkeit propagiert, seine genealogischen Daten, seine Familienforschung langfristig zu erhalten. Indem man sie in diesen Weltstammbaum eingibt, werden sie bei Family Search, ich sag mal, flapsig auf immer und ewig erhalten bleiben und auch nach meinem Tode, ihrem Tode nicht verschwinden. Sollte man also durchaus sich mal drüber Gedanken machen. Das ist jetzt das, was ich dort eingegeben habe in einem Ahnenfächer. Die lebenden Nachkommen habe ich hier jetzt natürlich noch weggelassen und in manchen Regionen, gerade in Pommern, bin ich nicht so weit gekommen wie hier in Schleswig-Holstein auf der linken Seite väterlicherseits. Das kann man auch anders darstellen und es gibt dann auch entsprechende Detailmenüs, wo man weitere Eingaben machen kann. Das war ein netter Nebeneffekt mit diesem Weltstammbaum. Bei der RootsTech, die jetzt vor 3 Wochen stattgefunden hat, konnte man sich registrieren und eben auch angeben, dass man an der Verwandtensuche teilnehmen möchte, sprich seine Daten freigeben und alle anderen Teilnehmer, Besucher dieser RootsTech, die das auch gemacht hatten, wurden einem dann angezeigt, sofern es eine Verbindung gab. Leider waren das alles Amerikaner bei mir. Ich hatte dieses Mal ungefähr 130 Verwandte gezeigt bekommen, aber das war alles ziemlich weit weg und wie gesagt in Amerika. Letztes Jahr hatte ich noch 250. Offensichtlich waren diesmal nicht ganz so viele dabei, zumindest von meinen Verwandten. Kommen wir als nächstes zu Ancestry. Da hatten wir ja schon mal am Rande drüber gesprochen und ich hatte auch ein bisschen was vorgestellt in der Demo beim zweiten oder dritten Mal. Wie gesagt, einer der größten gebührenpflichtigen Portale mit DNA-Angebot und normalen Mitgliedschaften. Also für Stammbäume und Recherchen. Das sind die wichtigsten Funktionen. Und natürlich dann, wenn man einen DNA-Test gemacht hat, eben darüber
weitere Anhaltspunkte zu bekommen. Ancestry bietet zwei Kategorien von Mitgliedschaften an. Das eine ist eine spezielle Mitgliedschaft für deutsche Forscher, wo im Grunde genommen alles möglich ist, aber nur die Daten aus dem deutschsprachigen Raum verwendet werden können. Das sind immerhin 660 Millionen, das ist eine ganze Menge. Ancestry ist auf dem deutschen Markt sicherlich am besten aufgestellt, wenn man Family Search außen vor lässt, was die Quellenlage angeht. Und dann gibt es sozusagen das alles inklusive Paket, wo auch die ganzen internationalen Daten, hier 24 Milliarden historische Dokumente, zugänglich werden. Der Unterschied spiegelt sich natürlich nicht nur in diesem einen Kreuz, sondern vor allen Dingen im Preis wieder. Die Deutschland-Mitgliedschaft kostet 39 Euro pro Halbjahr. Man kann auch probeweise erstmal nur für einen Monat abschließen, aber auf Dauer sind diese Halbjahresmitgliedschaften natürlich günstiger. Und die Weltmitgliedschaft gibt es im halben Jahr schon für 59. Und es sei durchaus darauf hingewiesen, dass es immer mal wieder Sonderangebote gibt. Eine Zeit lang konnte man einen Monat für 1,99 Euro in Deutschland suchen und jeden Monat neu wieder über 1,99 Euro abschließen. Das ist momentan länger nicht im Angebot gewesen. Und die internationale Mitgliedschaft gibt es häufig auch schon für 39 um und bei. Also immer mal wieder aufpassen, wenn man da mit arbeiten möchte, dass man diese Angebote nicht verpasst. Es gibt auch die Möglichkeit, 2 Wochen Ancestry kostenlos zu nutzen, aber das ist nur einmal möglich und da sind manche Funktionen dann eben noch nicht wirklich verfügbar. Als nächstes haben wir MyHeritage. So sieht dort die Seite aus. MyHeritage bietet auch eine kostenlose Testversion. Das sehen wir gleich noch, was da für Einschränkungen bestehen. Aber man muss schon deutlich mehr Informationen hinterlegen, um sich zu registrieren und diese kostenlose Version nutzen zu können. Das hat mich bisher immer davon abgehalten, mich da mit zu beschäftigen, weil ich auch sonst keinen großen Grund gesehen habe, MyHeritage zu nutzen. Das ist hier aus der MyHeritage-Internetseite so ein Überblick über die Highlights im Jahr 2021. Und hier sieht man, dass MyHeritage auch eher Randthemen bespielt, Fotos zu animieren, also eine Person auf einem alten Foto zum Lächeln zu bringen mit künstlicher Intelligenz oder Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos, alte farbig einzufärben, damit sie lebendiger wirken, hat mit Familienforschung jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber ist natürlich ein nettes Spielchen. Nur die wenigsten denken daran, dass diese Dinge nur verfügbar sind, wenn sie das Foto, was sie zum Lächeln bringen wollen oder in Farbe sehen möchten, zu MyHeritage hochladen müssen. Und wenn sie es einmal hochgeladen haben, dann bleibt es bei MyHeritage. Und ob sie das wirklich machen wollen, das sollten sie sich lieber vorher überlegen. Kommen wir zur Preisstruktur, die ist etwas komplizierter. Wie gesagt, es gibt die Basisversion, wo man einen Stammbaum mit bis zu 250 Personen aufbauen kann, aber sonst im Grunde genommen nicht viel machen kann. Und auch da wieder, sie haben Daten MyHeritage gestiftet und damit sozusagen deren Reservoir an Informationen erweitert. Wenn Sie ein bisschen mehr machen wollen, mehr Personen, mehr Funktionalität, müssen Sie 99 Euro im Jahr bezahlen. Oder wenn Sie auch noch fortschrittliche Funktionen wie Plausibilitätsprüfungen oder Hinweise auf mögliche Verwandte bekommen möchten, sind Sie schon bei 189 Euro im Jahr. Also immer nur auf Jahresbasis. Und dann können Sie immer noch nicht die Daten angucken, nämlich um hier die Milliarden Aufzeichnungen sehen zu können, die digit-
Talisate im Original zu sehen und nicht nur Auswertungen, müssen Sie dann zusätzlich noch 159 Euro im Jahr obendrauf legen oder dieses Komplettpaket für 259 Euro im Jahr. Das ist im Vergleich zu den anderen Anbietern eigentlich mir zu teuer. Eine Besonderheit, ich weiß nicht, das wird bei uns hier wahrscheinlich niemanden betreffen, aber ich hatte ja gesagt, MyHeritage hat seinen Sitz in Israel und hat einen sehr starken Fokus bei den Aufzeichnungen, bei den Quellen auf jüdische Aufzeichnungen. Allein im Februar 2022 haben sie 28 Sammlungen jüdischer historischer Aufzeichnungen mit über 5,8 Millionen Datensätzen neu hinzugefügt. Also da gibt es eine spezielle Gruppe von Nutzern, die dort natürlich sehr gut fündig wird. Kommen wir zur Genianet. Ist zwar eine französische Firma, aber schon länger auf dem deutschen Markt präsent und auch mit guten deutschen Quellen. Allerdings zum Teil eben von Family Search über eine Kooperation mit dazugeholt. Das ist hier die Startseite. Auch da muss man sich natürlich registrieren, obwohl es eben eine kostenlose Nutzermöglichkeit gibt mit Einschränkungen wieder, wie wir gleich sehen werden. Also eine Gratis-Mitgliedschaft per Anmeldung oder ein Premium-Abo für 12,50 Euro im Quartal. Also Trimester ist hier 3 Monate. Was können Sie kostenlos machen? Sie können also nach Name, Vorname und Ort suchen, aber nicht nach mit anderen Komfortfunktionen arbeiten, wie Wildcard-Zeichen oder verschiedene Schreibweisen automatisch erfassen, Nachbarorte, Umkreissuche, ähnliche Dinge. Sie werden immer nur mit den Ergebnissen beliefert Ihrer konkreten Anfrage und keine zusätzlichen Informationen, die Ihnen dann sozusagen unaufgefordert zugestellt werden, wie es bei Ancestry und MyHeritage der Fall wäre. Sie können zwar im Forum teilnehmen, aber individuelle Dienste, da müssen Sie dann schon die Premium-Mitgliedschaft haben. Also Moment, das ging zu schnell. Hier haben wir noch, wie groß kann der Baum werden, wie viel Speicher können Sie für Ihre privaten Medien verwenden. Das ist dann immer die Frage, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Sie kommen an die Stammbäume anderer Mitglieder zwar ran als Normalnutzer, aber nur mit Einschränkungen, was die Inhalte angeht. Und dieses Modell, also gratis plus Premium, nennt Genianet Freemium, wie Free und Premium zusammengezogen. Das ist einer der wenigen, die dieses Modell verfolgen. Und hier unten ein Satz, der Genianet ein bisschen heraushebt aus der Masse der Anbieter. Sie haben sich in den allgemeinen Geschäftsbeziehungen ganz klar dazu verpflichtet, keine kommerzielle Verwendung der von Ihnen gelieferten Daten zu betreiben, also die Daten in irgendeiner Form weiterzuverkaufen. Ihre Baumdaten, Ihre Fotos, Ihre Dokumente etc. So sieht dann bei Genianet ein Stammbaum aus. Das ist von einem Forscherkollegen der Stammbaum meines Großvaters, zumindest ansatzweise. Nicht ganz so schön wie bei manchen anderen Anbietern, aber durchaus praktikabel. Und es gibt bei Genianet die Möglichkeit, zu Lebzeiten festzulegen, was mit Ihren Daten nach Ihrem Tod passieren soll. Also ob die Daten, die Stammbäume mit allen dazugehörigen Dokumenten erhalten bleiben sollen oder nicht.
Und das ist auch eine Möglichkeit, die zweite Möglichkeit neben dem Weltstammbaum von FamilySearch. Das, was man an Forschungsergebnissen mühsam erarbeitet hat, der Nachwelt zu erhalten, wenn es in der Familie niemand gibt, der Interesse hat oder bereit ist, dieses weiter zu betreuen. Es gibt einen Forscherkollegen bei uns im Verein, der das aktiv propagiert und auch sozusagen sein Testament in dem Sinne hinterlegt hat, dass seine Daten dort erhalten bleiben sollen. Normalerweise müssen Sie Vorsorge treffen, einen Verein finden oder Ihre Erkenntnisse in Buchform oder anders propagieren auf einer Homepage oder ähnlichem. Hier können Sie sozusagen auf ganz einfache Weise die Möglichkeit nutzen, dass die Sachen erhalten bleiben. Natürlich können Sie auch sagen, nach meinem Tod, nach mir die Sintflut, alles löschen. Und hier nochmal der Passus aus den Geschäftsbedingungen, keine Informationen zu verkaufen. Archon hatten wir ja schon ganz am Anfang vergangenes Jahr uns näher angeschaut. Nur der Vollständigkeit halber will ich es hier nochmal kurz zusammenfassen. So sieht der Einstieg aus. Das Preismodell hat verschiedene Laufzeiten, ein Monat, drei Monate oder ein ganzes Jahr mit entsprechender Rabattierung, je länger die Laufzeit ist und dann diese Sonderkategorie 20 einzelne Tage im Laufe eines Jahres, im Laufe von 12 Monaten, muss ich korrekt sagen, und entsprechende Freimengen, was das Herunterladen von Digitalisaten angeht. Auch hier bei Archon gibt es regelmäßige Sonderangebote. Wir gehen auf Ostern zu und auf das Jubiläum, das siebenjährige Jubiläum von Archon. Da gibt es mit Sicherheit wieder ein Rabattangebot, zumindest für die blauen Pässe hier, also den 3-Monats- und den Einjahrespass. Da lohnt es sich drauf zu warten. Es ist ganz Deutschland und die ehemaligen Ostgebiete bei Archon sozusagen abgedeckt, mit Ausnahme dieser zwei kleinen Regionen, die sich da bisher noch nicht zu durchgerungen haben, sprich Bremen und Schaumburg-Lippe. 2020 wurde Archon 5 Jahre alt und hatte 100.000 Kirchenbücher online gestellt, von einer geschätzten Gesamtmenge von 250.000 Kirchenbüchern und einer Rate zum Schluss von etwa 15.000 pro Jahr. Ich habe nachgezählt, jetzt sind es fast 7 Jahre und am 9. Februar hat Archon verkündet, dass sie jetzt 125.000 online haben, also 50% etwa. Ist noch eine Menge zu tun, aber gerade in Schleswig-Holstein haben Sie ja sicherlich öfter gesehen in meinen Aufzeichnungen, dass der Zustand gar nicht schlecht ist. Ich habe den letzten Stand auch wieder mitgebracht und kommt gleich in der nächsten Folie. So sieht dann die Suchmaske aus und dann kommen Sie auf die Kirchenbuchseiten hier aus Borby, die Taufe eines, nein, die Heirat eines meiner Vorfahren, also eine tolle Möglichkeit, ohne irgendwo hinfahren zu müssen, in den Kirchenbüchern blättern und recherchieren zu können. Und hier, wie versprochen, der momentane Stand für die Nordkirche, im Wesentlichen für Schleswig-Holstein. Es hat sich einiges getan. Dithmarschen ist online gegangen vor kurzem. Der Altkirchenkreis Eutin ist fast fertig. Mecklenburg ist einmal durch, aber in Dithmarschen wie in Mecklenburg sieht es so aus, dass zwar jedes Kirchspiel sozusagen inzwischen etwas online gestellt hat, aber die jüngeren Jahrgänge, die sind noch in Arbeit und werden peu à peu auch hinzugefügt. Neumünster soll noch in diesem Jahr online gehen. Die erste Charge ist wohl bereits fertig. Zu dem Kirchenkreis gehört auch noch Kiel, die sind etwas später dran. Aber wer in der Umgebung von Neumünster sucht und sonst nach Neumünster fahren müsste, der könnte demnächst Glück haben.
Lübeck-Lauenburg ist mit 18 Kirchspielen vor kurzem online gegangen. Vorpommern ist mit 30 Kirchspielen online gegangen. Also es tut sich eine ganze Menge. Und selbst die roten Gebiete Hamburg-Ost soll noch in diesem Jahr beginnen, also mit der Digitalisierung beginnen. Bis es online geht, könnte es 23 werden, weil bei Archon momentan die Warteschlange der Anlieferungen mindestens ein halbes Jahr braucht, bis die dann tatsächlich online gehen. Und Plön-Segeberg könnte der Nachzügler werden, aber auch dort ist die harte Ablehnung wohl in Aufweichung begriffen. Die Gespräche sind angelaufen und die zweite Hälfte vom Kirchenkreis Ransau-Münsterdorf soll noch dieses Jahr kommen. Also da kann man sich wirklich nicht beklagen, was die Möglichkeiten bei Archon angeht. Das Pendant zu Archon ist Matricula. Archon adressiert ja im Wesentlichen die evangelische Kirche. Sie hätten nichts dagegen, auch andere Konfessionen mit zu beherbergen auf ihren Servern. Und es gibt auch ein, zwei Freikirchen, die davon schon Gebrauch machen. Aber die katholische Kirche hat einen anderen Ansatz. Das kommt eigentlich aus Österreich, dieses System Matricula, aber deckt die gesamten K&K-Gebiete und Deutschland, Luxemburg ab, zumindest potenziell. Hier auf der Karte kann man ungefähr sehen, wo denn Daten zu finden sind. Wie gesagt, ausgehend vom K&K-Gebiet immer weiter auch nach Norden und nach Westen sich vorgearbeitet. Die katholischen Diözesen entscheiden selber, ob und wann sie sich dort beteiligen wollen, aber es kommen immer mehr dazu. Als Beispiel habe ich jetzt hier mal Harburg, das war die nördlichste, die ich auf der Karte finden konnte, angeklickt. Hier sind dann die einzelnen Kirchenbücher und ihre Laufzeiten aufgelistet, was da drin ist. Und wenn man dann eines davon anklickt, dann kriegt man die Details und die Bilder sind durchaus konkurrenzfähig. Man könnte sogar weiter reinzoomen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist wieder ein Screenshot. Aber wir können gegebenenfalls nachher da mal drauf schauen. Gut, so viel zum Schnelldurchgang der verschiedenen Anbieter, der wichtigsten, wie gesagt. Kommen wir zum Thema, was muss ich beachten, was muss ich überlegen, wenn ich mich zwischen denen entscheiden möchte. Wichtig sind natürlich in erster Linie die Quellen, die mir dort zur Verfügung stehen. Und das ist sehr unterschiedlich. Da muss man also gerne vorher mal gucken, was bietet mir denn dieser Anbieter überhaupt? Hat er was in der Region, wo ich forsche? Vor allen Dingen eben auch nicht nur Indexierungsauswertungen, sondern auch die Originalquellen, damit ich mir ein Bild machen kann, ist das, was da von irgendwelchen Helfern gemacht worden ist, rausgelesen wurde, tatsächlich richtig, was das, dass das auch dort im Buch steht. Also es gibt Angebote, wo sie nur eine Indexauswertung der Quelle angezeigt bekommen. Es gibt solche, wie zum Beispiel bei Archon und auch bei Matricula, wo sie nur das Bild sehen und keine Suchfunktion haben, um zu der richtigen Eintragung hinzukommen, wo sie sozusagen selber blättern und gucken müssen, bis sie die richtige Seite gefunden haben. Und dann gibt es eben indexierte Bilder, wo sie bequem nach Namen und Ort suchen können und dann die Originalquelle angezeigt bekommen, um sie selber auswerten zu können. Viele möchten die Möglichkeit nutzen, ihren Stammbaum online zu führen. Selbst wenn ich den nicht öffentlich machen möchte, ist so ein Online-Stammbaum die Voraussetzung dafür, dass ich Hinweise bekomme, dass ich diese Smart Matches oder wie immer sie heißen, bekomme, wo der Anbieter mir eben
anzeigt, da gibt es jemand, der gehört in deinen Stammbaum, der könnte da reinpassen. Und dann kann ich mir das anschauen und das übernehmen oder eben ablehnen. Ohne Online-Stammbaum keine Matches. Dann die Möglichkeit, kann ich Daten importieren auf dieses Portal? Also kann ich einen kleinen Stammbaum von meinem Computer dort hochladen, damit ich nicht alles nochmal wieder händisch eingeben muss? Kann ich den Online-Stammbaum runterladen? Dafür wird man in beiden Fällen Getcom verwenden. Oder kann ich möglicherweise sogar die Software auf meinem Computer mit den Daten in meinem Online-Stammbaum synchronisieren? Das kann nicht jeder und bei manchen ist es anders als bei anderen. Die mobile Anwendung auf dem Smartphone oder dem Tablet hatten wir vorhin schon gesehen, dass die von einigen angeboten wird, was also durchaus eine nützliche Funktion sein kann, wenn man unterwegs ist. DNA-Auswertungen, Testmöglichkeiten und dann eben auch die Matching-Angaben. Wenn ich das möchte, sollte ich mir natürlich den richtigen Anbieter dafür aussuchen. Und last but not least könnten natürlich auch die Kosten auf Dauer eine Rolle spielen. Und ganz wichtig zum Thema allgemeine Geschäftsbedingungen, was ich nachher noch vertiefen werde, also den Schutz meiner eigenen Daten. Das, was ich als Nutzer zu diesem Portal hochgeladen habe. Das werden wir uns gleich anschauen. Ja, das ist jetzt sozusagen die Quintessenz meiner eigenen subjektiven Einschätzung für diese größeren Kandidaten. Hier links die verschiedenen Kriterien und ampelmäßig dann ausgeführt. Gelb, rot, grün. Grün ist okay, gelb ist eingeschränkt und rot gibt's nicht. Und da sehen wir natürlich sofort, dass Archen und Matricula im Wesentlichen rot sind, weil das sind die Spezialisten, der eine für evangelische, der andere für katholische Kirchenbücher. Da sind sie nicht komplett und sie haben keine Suchfunktion, also keine Indexierung, aber sie bieten mehr als jeder andere Anbieter für Deutschland heute kann. Kommt man also nicht dran vorbei, je nachdem, ob man evangelisch oder katholisch sucht. Matricula ist komplett kostenlos. Das ist natürlich ein Vorteil. Bei Archon gibt es keine kostenlose Probemitgliedschaft. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, den günstigsten Pass mit Rabatt landet mal bei 179 Euro. Aber wie gesagt, das fängt bei 19,90 € an, wenn man mal einen Probemonat machen möchte. Family Search ist der andere kostenlose Anbieter, sobald man sich registriert hat, bietet fast alles. Die Hinweise und Matches, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die gleiche Qualität hat wie bei Ancestry oder MyHeritage. Aber Import-Export funktioniert, Synchronisation nur eingeschränkt mit bestimmten Programmen. Auch Family Search hat eine mobile App und in der neuesten Zeitschrift Computergenealogie gibt es einen Vergleich, eine Benutzerbefragung, wie die verschiedenen mobilen Anwendungen genutzt werden und wie sie eingestuft werden von der Zufriedenheit der Benutzer. Also auch Ancestry, MyHeritage und GeniaNet haben eine Mobile App. DNA-Tests und Matching bietet Family Search überhaupt nicht an. Das sind die Domäne von Ancestry und MyHeritage und bei GeniaNet werden keine Tests angeboten, aber man kann die Daten eines anderen Tests bei GeniaNet nutzen, um dort Abgleiche zu machen, wenn man möchte. Das Testament hier von GeniaNet hatte ich ja schon beschrieben und die Kosten sehen so aus, eben 0 Euro für diese Basismitgliedschaft und 50 Euro im Jahr, quartalsmäßig 12,50 € für die bessere Variante. Bei Ancestry keine kostenlose Variante bis auf diese 14 Tage am Anfang und dann entweder, ob man Deutschland oder weltweit hat, 78 oder 118 pro Jahr in halbjährlichen
raten. Einmal Heritage eben das deutlich teurere Paket. Und Orange ist auch der Datenschutz bei MyHeritage, weil da eben die Gepflogenheiten deutlich anders sind als bei FamilySearch und Ancestry, was den Umgang mit meinen von mir zur Verfügung gestellten Daten angeht. Bei Archon und Matricula kann man gar nichts hochladen, deshalb ist das grau. Da können wir nachher gerne noch drüber reden, wenn Sie da mehr zu wissen wollen oder anderer Meinung sind. Zum Thema DNA habe ich eine Darstellung vom vergangenen Jahr gefunden. Wer hat die meisten Daten? Und da liegt Ancestry unangefochten an der Spitze mit über 20 Millionen DNA-Tests, die bei Ancestry gemacht worden sind und die sozusagen die Vergleichspopulation darstellen, mit denen meine Daten abgeglichen werden können. Der nächste große Anbieter MyHeritage hat etwa ein Viertel davon. Der hier dazwischen, 23andMe, das ist eine reine DNA-Testfirma, die gar keine Genealogie sonst anbietet. Das gleiche gilt für Family DNA und Living DNA, die hier unter Ferner liefen sind. Und GetMatch ist ein Dienstleister, der eigentlich nur die Tests von anderen sozusagen zusammenführt und mit sehr komfortablen Werkzeugen den Vergleich ermöglicht. Hier sehen Sie dann, das habe ich letztes Jahr ja schon mal gezeigt, wie die sich untereinander verhalten. Also wenn ich meinen Test bei Ancestry gemacht habe, wo kann ich ihn dann zum Vergleich heranziehen? Im Grunde genommen bei allen anderen. Aber kein anderer Anbieter kann seine Daten nach Ancestry hochladen, aus geschäftspolitischen Gründen hat Ancestry diese Strategie gewählt, damit nicht irgendein Schindluder getrieben werden kann, dass jemand einen fiktiven Datensatz da hochlädt, um dann Leute darüber ausfindig zu machen. Also Strafverfolgungsbehörden oder ähnliches, da gibt es ja Beispiele, die in der Zeitung in den letzten 2 Jahren zu finden waren. Und dieses GetMatch, von dem ich gerade gesprochen hatte, das ist eben sozusagen das Werkzeug, wohin alle diese verschiedenen Auswertungen hochgeladen werden und ausgewertet werden können. Ja, kurze Zusammenfassung, bevor wir dann ins Kleingedruckte gehen mit ein paar Anmerkungen. Es gibt keinen absolut besten nach allen möglichen Kriterien. Man muss selber wissen, worauf man Wert legt, was man machen möchte und dann diese verschiedenen Aspekte für sich auswerten, um die Entscheidung zu treffen. Auch wenn die Zahlen manchmal in gleichen Größenordnungen sind, ist es gerade wichtig zu schauen, welche Quellen stehen tatsächlich zur Verfügung und nicht nur als Auswertung, sondern auch tatsächlich digital. Und das kann sehr flickerteppichmäßig sein. Also wenn Ancestry und MyHeritage die gleiche Menge in Deutschland haben, hätten, dann ist es immer noch die Frage, welche Städte, welche Regionen, welche Zeiträume sind da tatsächlich dahinter? Deshalb sollte man die Katze nicht im Sack kaufen, sondern ausprobieren, Probemitgliedschaft oder mal rumfragen, wer Erfahrungen hat, sich das zeigen lassen. Und dann eben die Warnung, man sollte auch ruhig mal in die allgemeinen Geschäftsbedingungen schauen, gerade was die Verwendung der eigenen Daten angeht, die man dort dem Anbieter zur Verfügung stellt. Und das machen wir jetzt noch mal kurz. Das hatten wir schon mehrfach im vergangenen Jahr, die Frage, ich kann doch mit meinen Daten machen, was ich will, mit den Bildern, die ich mir im Archiv geholt habe oder von Archon runtergeladen. Und hier steht ganz klar schwarz auf weiß,
bei Archon. Systematisches Auslesen ist nicht erlaubt, und die Dinge zu vervielfältigen, zu bearbeiten, öffentlich zugänglich zu machen oder anderweitig zu nutzen, ohne dafür die Erlaubnis einzuholen, ist nicht in Ordnung und kann dazu führen, dass man bei Archon rausfliegt. Matricula hat eine etwas andere Philosophie. Dort steht, für einen privaten Gebrauch kann ich das alles nutzen unter so einer Creative Commons Lizenz. Aber wenn ich Daten nutze, um eine Veröffentlichung zu machen, sei es auf Papier oder digital oder online, dann muss ich, wenn es sich um nicht erheblichen Umfang handelt, da brauche ich nicht, aber wenn es sich um erheblichen Umfang handelt, dann muss ich ein Belegstück abliefern und entsprechend mit denen mich ins Einvernehmen setzen. So, und User-Provided Content, das Wort kam schon ein paar Mal vor. Was versteht man darunter? Nun, all das, was ich auf das Portal von mir selber aus hochlade. Bilder, die ich gemacht habe von Personen, von Orten, von Grabsteinen oder was auch immer. Scans oder Fotos von Dokumenten, von Urkunden. Auch solche, die ich heruntergeladen habe von Archon oder Matricula. Das ist bei Ancestry oder MyHeritage User-Generated Content. Kommt gleich noch, warum das wichtig ist. Und natürlich alles das, was in meinen Stammbäumen drinsteht, was ich als GetCom-Datei hochgeladen oder händisch eingegeben habe, sind meine Daten. Und was kann der Anbieter damit machen? Nun, Ancestry sagt, alles, was ich bereitstelle, damit gebe ich Ancestry eine zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche Lizenz. Zum Hosten, Speichern, Kopieren, Veröffentlichen und so weiter und so weiter. Und da hat es im letzten Jahr einen riesen Shitstorm gegeben, weil die Leute gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann ist dieser Passus hier unten dazugekommen. Ja, die Lizenz ist unbegrenzt und unwiderruflich, aber ich kann die Daten löschen. Und wenn ich sie lösche, dann müssten sie eigentlich auch weg sein. Nur alles, was ich hochgeladen habe und für andere sichtbar gemacht habe, indem ich meinen Stammbaum öffentlich mache, können diese anderen Nutzer kopieren in ihren Stammbaum. Daten, Fotos, Scans etc. Und wenn ich sie gelöscht habe, dann sind sie bei den anderen noch lange nicht weg. Und solange noch ein anderer Nutzer meine Bilder, meine Scans in seinem Stammbaum drin hat, sind sie immer noch da und können nicht komplett gelöscht werden. Und hier wird's dann langsam haarig, also sollte man zumindest im Hinterkopf haben. Wenn jetzt Archon sagt, wieso ist dieser Scan bei Ancestry aufgetaucht, wer hat den da hochgeladen, und Ancestry jetzt vor Gericht zieht, dann sagt Ancestry, sorry, nicht meine Baustelle, das hat der Nutzer gemacht, und der Nutzer muss dann gegen irgendwelche Schadenersatzansprüche Ancestry freistellen. Man sollte es nicht überbewerten, aber man sollte sich dessen bewusst sein, was man macht und was daraus passieren kann. Das war jetzt ein Schnelldurchgang und wir sind bei den wenigsten sehr tief eingestiegen. Deshalb habe ich hier noch ein paar Links auf diese Folie geschrieben. Das sind keine Werbevideos, sondern in den meisten Fällen sind es Mitschnitte von Präsentationen, die beim Stammtisch in Unna oder anderswo stattgefunden haben, die man sich kostenlos auf YouTube anschauen kann, um etwas tiefer in die Materie einzusteigen. Bei MyHeritage sind es sogar drei.
Die Präsentatorin dort war eine Mitarbeiterin von MyHeritage, aber das ist relativ gut, ohne allzu viel Werbung, sage ich jetzt mal, präsentiert worden. FamilySearch genauso, Heredis hatten wir noch gar nicht auf der Liste. Das ist ein französischer Anbieter, der eigentlich eine Software entwickelt und hat und vermarktet, aber um diese Software herum jetzt auch dabei ist, ein Portal aufzubauen. Und bei Ancestry gibt es so viel, da habe ich kein Highlight gefunden. Das haben wir ja auch selber letztes Jahr schon mal besprochen. Sonst einfach mal suchen. Gut, das wär's mit der Präsentation.